Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Texter. Zuerst, wie Sie Textstile erstellen können und danach werden Sie sehen, wie Texte an sich zu erstellen sind. Alle Texte oder Textobjekte, die in AutoCAD erstellt werden, unterliegen sozusagen einem Textstil. So Text ohne Textstil gibt es nicht. Daher macht es Sinn, dass wir zuerst sehen, was alles zu einem Textstil gehört und danach dann, wie das dann auf unser Text dann auswirkt, beziehungsweise was wir dann ansonsten mit Text machen können. Um einen Textstil zu erstellen bzw. zu ändern, kann man hier von der Startregister über Beschriftung, das ist unser Text, hier kann man natürlich den vorhandenen Textstil aussuchen. Man kann hier unter Textstile verwalten dann zu diesem Dialog kommen und hier kann man neue erstellen und vorhandenen dann ändern bzw. als aktuell setzen. Ansonsten kann man hier über die Beschriftungsregister hier direkt dann zu diesem Dialog kommen. Okay, wie erstellt man einen Textstil und was sind die verschiedenen Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Textstil? Das werden wir jetzt besprechen. Nach der Installation von AutoCAD hat man immer diese zwei Textstile, die mit dem Beschriftungsobjektzeichen davor gelöscht werden kann, aber das nie. Es macht Sinn, dass man diese zwei, die bei der Installation vorgabemäß erscheinen, dass man die nicht löscht. Und in allgemein, wenn man andere Textstile braucht, dass man die neu erstellt mit anderen Namen. Der Unterschied zwischen diese zwei Textstile werde ich jetzt nicht im Detail besprechen, weil es geht darum, bei diesem Objekt oder bei diesem Textstil um Beschriftungsobjekte, nicht im Sinn von Textobjekte, sondern im Sinn von Objekten, die eine automatische Skalierung unterliegen unter Umständen. Das hat mit dem Maßstabsgeschichte hier was zu tun und daher ist es etwas, was in einem anderen Video erklärt werden sollte. Lass mich einfach zwei Textstile erstellen und dann können wir ein bisschen vergleichen, ja, was der Unterschied ist zwischen diese zwei und was man ansonsten mit Textstile alles machen kann. So, ich werde eine neu erstellen mit diesem Knopf, mit dieser Schalter neu und weil das markiert ist, Standard, wird Standard als die Grundlage genommen für den neuen. Das werde ich aber Standard TT nennen. Ich markiere das auch. Okay, ich mache noch eine neue und ich nenne das Standard AutoCAD. Der Unterschied zwischen diese zwei Textstile werden wir gleich festlegen. Bei diesem Textstil werde ich das so einsetzen, dass es ein TT ist, ein TrueType Font. Nehme ich die hier, Roman S mit TT davor, anwenden und bei diesem werde ich eine ähnliche nehmen, Roman S, aber mit diesem AutoCAD-Symbol davor. Das sind TrueType-Textstile oder Textarten, Schriftarten, Fonts werden die genannt. Und diese mit dem Symbol davor, das sind AutoCAD-eigene Schriftarten. Wir werden gleich ein bisschen anschauen, wie die aussehen und dann können wir die Unterschiede auch festlegen. Okay, mein aktueller Textstil ist Standard AutoCAD, das sieht man hier. Ich werde ein bisschen Text erstellen. Ich schreibe Standard AutoCAD. Mary had a little lamb. Das kann ich hier kurz ändern. Und ich ändere meinen Textstil auf Standard TT und schreibe was Ähnliches. Standard TT, Mary had a little lamb. Wenn ich jetzt ein bisschen einzoome, sieht man schon ein bisschen die Unterschiede dazwischen. AutoCAD-Schriftarten werden grundsätzlich mit gerade Linien erstellt. Auch wenn es ein bisschen rund aussieht, wenn man es analysiert, sind das tatsächlich gerade Linien. Das macht es sehr schnell,
bei der Erstellung. Diese, sagen wir, richtige Schriftarten, TrueType, die werden nicht in dieser Weise erstellt und behalten immer deswegen den gleichen Aussehen. Die haben richtige Kurven. Bei modernen Computern ist das mit der Darstellungszeit, wenn man eine Zeichnung regeneriert oder druckt, gibt es kaum Unterschiede jetzt dazwischen. Obwohl, wenn man sehr viel Text hat, dann vielleicht doch. Werden AutoCAD-Schriftarten beeinflusst, wenn man die einer Linienstärke zuweisen? Ich könnte das hier mit einer Vorschau demonstrieren. Wenn ich die Linienstärke ändere, dann ändert sich auch das Aussehen von dem Druck. Das ist aber bei diesem Schriftart nicht der Fall. Die bleiben immer gleich. Das mache ich wieder aus. Gut, was kann man sonst über Textstile dann sagen? Oder was kann man ansonsten ändern bzw. einstellen? Lass uns nochmal schauen, was hier alles angeboten wird. Wir haben dann zwei Textstile erstellt und dazu eine Schriftart ausgewählt. Jetzt sollten wir aber erwähnen, was für eine Auswirkung das hat auf weitere Möglichkeiten. So zum Beispiel, wenn ich hier schaue, ich bin bei Standard TT mit dieser Schriftart, Roman S und so weiter und so fort. Und wenn ich hier bei Schriftstil schaue, dann sehe ich, ich kann das nur als normal einstellen. Oder bei Standard ArcAD mit Schriftart Roman S, aber als AutoCAD Schriftart, gibt es nicht mal die Möglichkeit, das auszuwählen. So, das, was man hier einstellt, hat auch auf das weitere Aussehen von diesen Textobjekten eine Auswirkung. Wenn ich zum Beispiel hier gehe und das ändere, ich werde das auf Kandare zum Beispiel ändern, dann habe ich hier vier Möglichkeiten der Einstellung. Wobei man in Sinn behalten soll, das sind eher Dinge, die man innerhalb des Textes bzw. von Text zu Text vielleicht anders einstellen würde über Objekteigenschaften, als dass man das für alle Objekte in diesem Schriftstil festlegen würde. Das ist aber eigentlich eine Geschmacksfrage. Was passiert zum Beispiel, wenn ich hier meinen Textstil, Standard TT, eine andere Schriftart zuweisen? So, da habe ich das als Kandare gesetzt. Ich sage Anwenden und Schließen. Dann werden, so rein theoretisch, alle Objekte, die mit diesem Schriftstil erstellt worden sind, mit diesem Textstil besser gesagt, dann aktualisiert auf diese neue Einstellung. Ich gehe zurück in unseren Dialogbox Textstil. Was kann man sonst hier einstellen? Bei Größe zum Beispiel hat man nochmal die Möglichkeit hier, das als ein Beschriftungsobjekt zu definieren. Beschriftung im Sinn von Skalierobjekt, nicht im Sinn von Textobjekt. So wie Schraffuren, Blöcke und so weiter auch Beschriftungsobjekte sein können, die über den Maßstabskontrollen hier eingestellt wird. Hier steht Höhe. Bedeutet das, wenn ich das so lasse, dass ich dann eine Texthöhe von 0 habe? Offensichtlich ist es nicht der Fall, weil wir hier haben hier Text mit einer offensichtlichen Höhe. Aber die Höhe hier wird hier eingestellt, nicht hier, wenn ich das bei 0 lasse. Wenn ich hier eine Höhe eingebe, ich könnte sagen zum Beispiel 75 mm, anwenden, schließen, passiert erstmal nichts. Ich werde das hier einmal aktualisieren sozusagen und dann hat es permanent eine Höhe, wie Sie sehen, von 75 mm. Das ist aber nicht unbedingt sinnvoll, außer dass man das wirklich so haben möchte. Zum Beispiel, wenn ich diese Textstil in Bemaßungen verwende, würden bei allen Bemaßungen unabhängig von globaler Skalierfaktor oder sonstiger Einstellungen die Text würde diese Höhe beibehalten, so wie in der Definition hier. Es ist sehr oft vernünftiger, nicht immer so, aber es ist öfters gemacht, dass man die Höhe hier auf 0 lässt und dann über die Einstellung hier oder bei Objekteigenschaften dann in der Höhe steuert. Diese andere Dinge kann man natürlich, so wie es hier
eigentlich sehr aussagekräftig beschrieben wird, kann man so einstellen, wie man möchte. Aber alles, was man hier einstellt, kann man auch über den Objekteigenschaften einstellen. Es wundert Sie vielleicht, dass das nicht direkt endet von 75 auf 0. Aber Textstile sind nicht ganz so leicht zu steuern oder das Aussehen von Texter über Textstile ist nicht so leicht zu steuern wie bei Bemaßungsstile und Bemaßungen zum Beispiel. Man kann es immer wieder restaurieren, wie es eigentlich sein sollte, aber es ist nicht immer so, dass es so reagiert, wie man erwartet. Aber nichtsdestotrotz kann man das Aussehen von dem Text in dieser Weise mindestens grob, wenn nicht genau, über unsere Textstile definieren. Jetzt ist die Frage, was kann ich sonst an Text dann ändern? So, ich habe hier einen Text erstellt, ich möchte aber ein bisschen weiterhin damit spielen, vielleicht besondere Symbole dazu fügen, Schriftfelder und so weiter. Das werden wir jetzt ein bisschen anschauen.